Die Trauerfeier für Prinz Philipp am kommenden Samstag wird sie stattfinden. Das teilte Buckingham Palace mit. Die Bestattungszeremonie wird im Fernsehen übertragen, fällt aber wegen der Corona-Pandemie kleiner aus, als man es von den Royals gewohnt ist. Nur 30 Trauergäste dürfen teilnehmen. Und Premierminister Boris Johnson verzichte auf eine Teilnahme zugunsten von Familienmitgliedern. Das wurde gestern mitgeteilt. Salutschüsse zu Ehren Prinz Philipps. Das ganze Land würdigt den Verstorbenen. Seine Witwe Queen Elizabeth II. Trauert hier in Schloss Windsor um ihren Mann, mit dem sie mehr als 70 Jahre verheiratet war. Mit Kondolenzbesuchen steht ihr die britische Königsfamilie wie hier Prinz Andrew in diesen Stunden bei. Sichtlich bewegt, sagte Gräfin Sophie, die Ehefrau des jüngsten Sohnes Edward, bei ihrer Abreise, die Queen war beeindruckend. Und Prinz Charles erinnert sich in liebevollen Worten an seinen Vater. My dear Papa was a very special person who. Mein lieber Vater war ein ganz besonderer Mensch. Meine Familie und ich vermissen meinen Vater sehr. Wir haben ihn sehr geliebt und geschätzt. Nicht nur die Familie, auch das britische Volk. Viele Trauernde legen Blumen nieder vor den Schlössern in London und Windsor und erinnern sich gerne an den volksnahen Prinzen. Ich habe ihn zum ersten Mal getroffen, als ich ein 10-jähriger Junge war, im Park von Schloss Windsor. Ich habe geangelt, als die Königin und Prinz Philipp vorbeiritten. Sie blieben stehen und wir haben uns kurz unterhalten. Am kommenden Samstag soll hier in der St. George-Kapelle der Gedenkgottesdienst für den Verstorbenen stattfinden. Zu der Trauerfeier wird auch Prinz Harry aus den USA anreisen. Wenn Prinz Harry kommt, dann ist das natürlich auch eine gute Gelegenheit, sich mal, ich würde sagen, im Familienkreis auszusprechen. Und die Chancen einer Versöhnung im Haus Windsor dürften damit mit Sicherheit wieder steigen. Mit Schweigeminuten wie beim Rugby oder Fußball gedenken die Menschen in Großbritannien schon jetzt des Verstorbenen. Schauen wir nach London zu Paul Sonntag vor Buckingham Palace. Eigentlich könnte man das Ganze doch ein bisschen größer aufziehen, Paul. Ich meine, ab Montag beginnt die Öffnung des Königreichs. Wir reden von Herdenimmunität und dann heißt es Beerdigung im kleinsten Kreise. Warum? Na, die Briten, die haben einfach wirklich Ehrfurcht bekommen, weil sie eben hier sehr schwer getroffen wurden. Du hast vollkommen recht. Die Diskussion, die hier im öffentlichen Raum geführt wird, ähnelt doch sehr stark dem, was wir auch in Deutschland haben. Auch die Wissenschaft ist sich da nicht immer einig. Jetzt hat es eine Expertengruppe gegeben, die eben ausgerechnet hat, am Montag wäre die Herdenimmunität dann soweit, weil man eben schon ca. 60% geimpft hat. Bedeutet zumindest erstmal mit der Erstimpfung. Dann kommen noch die dazu, die wahrscheinlich schon Corona hatten. Und möglicherweise die, die ohnehin immun sind. Trotzdem gibt es da jetzt eben eine große Diskussion darum und deswegen hält man sich noch sehr zurück. Das merken wir ohnehin bei Boris Johnson, der sehr vorsichtig ist, auch bei den Öffnungen. Es war ja ein wirklicher Wandel bei ihm. Das hat sich ja wirklich deutlich stark verändert. Also insofern hält man sich auch an die Restriktionen, gerade wenn es um die Beerdigungen geht. Paul, weiß man denn so ein bisschen was über die Einzelheiten am kommenden Samstag über die Trauerfeier? Ja, so langsam setzt sich die doch sehr kleine Gästeliste wirklich dann auch mit Namen zusammen. Es ist ja auch relativ schnell gemacht, wenn man sich allein mal die engste Familie eben von Prinz Philipp anschaut. Kinder, Enkelkinder, da ist man dann eben schon schnell bei den 30. Einer, der sonst eigentlich nicht wirklich kamerascheu ist, hat jetzt eben gesagt, dass er nicht dabei sein wird. Das ist eben Premierminister Boris Johnson. Er möchte den Platz frei halten für weitere Familienmitglieder. Insgesamt wird sich das Ganze aber eigentlich hinter verschlossenen Türen abspielen. Das Einzige, was man eben hat, sind dann die Fernsehbilder. Es wird auch eben diesen Weg geben auf Windsor Castle, dann in Richtung St. George's Kapelle. Dort werden dann wahrscheinlich eben auch Prinz William und Harry nebeneinander hinter dem Sarg herlaufen, der in einem Land Rover dann gefahren wird, an dessen Design Prinz Philipp dann auch beteiligt war. Da wird man dann genau hinschauen, natürlich, wie verhalten sie sich. Aber insgesamt werden es schon seltsame Bilder mit Abstand, mit Maske und eben auch bei der Royal Family. Paul, recht vielen Dank nach London.